Servus, hier ist TV Bayern Live. Willkommen, liebe Zuschauer, zu TV Bayern Live mit Themen, die den Freistaat bewegen. Und wir starten direkt in Unterfranken. Dort ist Volksfestzeit und es wird mächtig und prächtig gefeiert. Zum Beispiel beim Kiliani-Volksfest. Meine Kollegin Sabrina Schießel hat Ihnen ein paar Eindrücke mitgebracht. Endlich wieder Kiliani. Diesen Satz habe ich diese Woche tatsächlich schon sehr häufig gehört. Und es stimmt, die Mainfranken lieben ihr Kiliani-Volksfest. Es ist alles bereit für die nächsten 17 Tage Feierei. Nur das Wichtigste fehlt natürlich noch, das Bier. Und das wird traditionell vom Oberbürgermeister angestochen. Wie er sich anstellt, das schauen wir uns jetzt an. Und wo findet es statt? Natürlich im Kiliani-Festzelt. Übung macht den Meister. Und so eröffnet Christian Schuchert auch in diesem Jahr wieder gekonnt das Kiliani 2017. Mit nur einem Schlag wird angezapft und der Durst im Festzelt gestillt. Und der ist groß, denn es herrschen über 30 Grad. Trotzdem füllen die Würzburger ihr Hahnzelt wieder ordentlich und feiern auf den rund 4.500 Plätzen. 987 Jahre lang gibt es jetzt diesen Anlass, die Messe, das Fest. Und da muss ich sagen, wenn man so ein Festzelt hat, so voll mit Menschen, an den Seiten die Wände hochgeklappt, sommerliche Stimmung, einfach genial ist es. Eigens gebrautes Festbier der Würzburger Hofbräu, deftiges Essen und allseits beliebte Partymusik des Albachtal-Express. Eine Kombination, die sich jedes Jahr aufs Neue bewährt. Das Kiliani in Würzburg ist dafür bekannt, dass es ein echtes Vorzeigevolksfest ist. Und wer weiß es besser als Uwe Zimmermann von der Stadt Würzburg und organisatorisch verantwortlich? Warum ist das Kiliani denn in Bayern ein echtes Vorzeigevolksfest? Wir haben das jetzt 987 Jahre geübt. Bei uns wird der Mann zum Bub und die Frau zum Mädel. Es ist so hier bei uns, dass das Festzelt und der Festplatz eine Einheit bilden. Da kommen viele mit dazu, die Adrenalinbegeisterten werden genauso willkommen geheißen wie die Familien der Senioren im Nachmittag. Wir sind in Würzburg ein Heimatfest für ganz Franken. Und das Besondere an unserem Mosaikstein ist, dass jeder, ob er Politiker ist oder ob er ein Gärtner ist, er kann das alles zu Hause lassen. Bei uns ist man ein Mensch. Wir sind hier alle willkommen, alle Männer, alle Frauen, groß und klein, dick und dünn, alt und jung. Das ist die Mischung, die Mainfranken ausmacht. Und das ist unser Erfolgsrezept, dass für jeden was dabei ist. Und auch am Kiliani-Festzug am Samstagmittag darf jeder mitmachen, der das fränkische Brauchtum liebt und erhalten möchte. So reihen sich auch in diesem Jahr wieder rund 2.500 Teilnehmer aus ganz Franken in den Spielmannszug. Der startet traditionell an der Würzburger Residenz, führt durch die Innenstadt und findet schließlich seinen Weg zum Kiliani-Festzelt. Dort wird bis zum 23. Juli noch zünftig gefeiert. Die Mittwoche sind speziell für Familien ausgelegt und auch sonst warten noch viele Highlights auf die Besucher. Also auf nach Unterfranken und mitfeiern beim Kiliani-Volksfest 2017. In die Tröge, fertig und lospaddeln. In der Oberpfalz, genauer gesagt am Eixendorfer Stausee in Neuenburg vom Wald, haben sich einige mutige und abenteuerlustige Kämpfer getroffen. Und es wurden auch gleich zwei Jubiläen auf einen Schlag gefeiert. 10 Jahre Sautrugrennen und 1000 Jahre Stadt Neuenburg. Traditionell, aber anders. Unter diesem Motto trauten sich zwei Dutzend am Eixendorfer Stausee in den Sautrog zum inzwischen 10. Sautrogrennen in Neuenburg vorm Wald. Passend zum 1000-jährigen Stadtjubiläum fiel das Rennen in diesem Jahr größer aus. Zu den üblichen eingesessenen Sautroglern kamen auch Neulinge dazu. Unter den Teilnehmern hat sich über die Jahre schon so etwas wie eine Struktur gebildet. Denn vor allem die Jungen sind ehrgeizig dabei. Ja, also wenn man gerade jetzt auch die Teilnehmer anschaut, ist es schon so, dass sehr viele Lokalmatadoren hier vor Ort sind. Es sind verschiedene Höfe hier, also wirklich die jungen Leute, die dann von den Bauernhöfen rausstammen. Und die nehmen das sehr, sehr ernst. Also die kämpfen wirklich mit ihrem ganzen Herzblut gegeneinander. Und es geht wirklich darum, wer jetzt heute sozusagen als Sieger aus dem Wasser kommt.
So einfach, wie es hier aussieht, ist es aber meistens nicht. Die Dynamik im Team muss passen und zusammen so das Gleichgewicht gehalten werden. Auch die, die schon länger dabei sind, haben da so ihre Probleme. Ich bin schon mal gekentert und gefahren und wieder gekentert. Also es ist nicht einfach, mit einem Saudruck umzugehen. Er hat nicht eine schöne Lage, weil es also ein Boot hat, sondern es ist ein flacher Boden und von dem her, wenn man mal schwankt, dann schwankt er. Und dann kippt er natürlich auch relativ leicht um. Zum Jubiläumsjahr wurde eine Spezialregel eingeführt. In der Finalrunde war gegenseitiges Kentern erlaubt. Das wurde gleich getestet. Mit Erfolg. Die Saudrücke sind ja früher hergenommen worden, um die Schweine da drin vor die Borsten zu befreien. Auf förmlich ausgedrückt. Oh, Borsten, auf gut bayerisch. Und dann wird es nicht mehr gebraucht, weil es über den Schlachthof mittlerweile läuft und die Saudrücke sind dann brauchgestanden. So, dann haben sie ein paar zusammen da, ein paar Vereine, ein paar Gruppierungen in ganz Bayern, die haben dann gesagt, haben, Mensch, wir formieren das um und dann heißt Saudruckrennen auf dem See paddeln. Eingeführt wurde das Rennen vor 10 Jahren an mehreren Seen in der Region. Übrig geblieben ist heute nur noch der Eixendorfer See. Gott sei Dank ist es so, dass wir den Neuenburger Tourismusverein dazu gewonnen haben, das Ganze zu übernehmen und zu organisieren. Und jetzt ist es nach 10 Jahren so, dass wir das mit dem Tourismusverein Neuenburg noch am Eixendorfer See organisieren können und die Tradition hochhalten können. Gerade deswegen war das gut besuchte Saudruckrennen ein voller Erfolg. Nicht nur wegen der Gruppendynamik, vor allem wegen des Traditionserhalts. Wenn sich ein Modelabel einen Superstar schnappt, dann ist die Aufregung groß. Marco Polo hat 50. Geburtstag gefeiert in Bayern. Das Unternehmen hat seinen Sitz nämlich in Waldering, einem Ortsteil von Stephanskirchen bei Rosenheim. Und kein geringerer als Megastar Robbie Williams war mit dabei. Und er hat auch noch gleich seine eigene Kollektion mitgebracht. Robbie war da. Robbie Williams. Großer Bahnhof für einen Star. Robbie Williams war in München. Und dann war er auch noch in Waldering, in der Gemeinde Stephanskirchen, irgendwo bei Rosenheim im Südosten Bayerns. Da wird die Region zum Mittelpunkt der Welt. Sympathischer Typ. Mr. Entertainment hat wieder zugeschlagen und diesmal in Stephanskirchen und das zum Geburtstag von Marco Polo. Also ich bin echt platt, weil der Mann ist einfach, ja, Unterhaltung pur. Auch wenn die letzte gute Platte von Robbie Williams schon ein paar Jahre alt ist, der Mann ist ein Meisterunterhalter. Ein Entertainer vor dem Herrn. Er ist auf den großen Bühnen der Welt zu Hause und irgendwie auch in Waldering. Zumindest dann, wenn gefeiert wird. Ich habe das erste Mal in meinem Leben gefilmt, das habe ich noch nie gemacht. Mit so einem Handy dastehen. Ja, es war mir ein bisschen auch peinlich. Aber in diesem Fall habe ich gedacht, doch, das kann man jetzt mal machen. Es hat Spaß gemacht, es ist einfach eine geile Vorstellung. Vielen, vielen Dank. Ja, aber gut, so die neue Kollektion, alle war super. Wir haben viel Spaß gehabt. Ich glaube, es ist gut. Hey! Danke. Und weil der Mann ein Meister der Inszenierung ist, werden er und seine Frau auch von einem Meister in Szene gesetzt. Peter Lindberg, dessen fotografische Arbeiten gerade in München in der Kunsthalle gefeiert werden. Er fotografierte die Kampagne mit Robbie und Ada. Oder ging es um die Sweatshirts, die seinen Namen tragen? Also den von Robbie, nicht den von Lindberg.
Wir sind mittendrin in der Festspielsaison auf der Wunsiedler Luisenburg. Nachdem es mit Heidi schon ziemlich musikalisch zuging, kommt jetzt ein Musical-Klassiker auf die Bühne. Andrew Lloyd Webbers Cats. Das Musical war schon im vergangenen Jahr ein Renner. Und jetzt werden die Katzen wieder losgelassen auf der ältesten Naturbühne Deutschlands. Mehr Akrobatik und neue Choreografien. All das macht Cats in diesem Jahr noch schöner als im Vorjahr. So zumindest verspricht es der Regisseur. Es war auch mein Ziel, dass es nicht genau das Gleiche ist. Der ist im Übrigen der Gleiche geblieben, im Gegensatz zu seinem Ensemble. Hier sind einige neue Gesichter dazugekommen. Und die spielen teilweise zum ersten Mal auf einer Naturbühne. Es ist eine ganz andere Atmosphäre, ganz anderes Theatergefühl, wenn Wind im ist noch Wind da und natürlich auch Mücken sind auch da, was natürlich ein bisschen lästig ist, aber es ist wirklich toll. Ja. Auch dadurch, dass die Bühne ja nicht da zu Ende ist, sondern man kann ja bis da oben hin schauen. Also man kann da teilweise wie 7 Minuten nach oben laufen und ist trotzdem noch zu sehen, auch ganz hinten und irgendwie an den Treppen. Und das ist wirklich cool und spannend. Die Verwandlung der Tänzer zu Menschenkatzen, die im Fichtelgebirge leben, ist nicht nur für Maske und Kostümbildner harte Arbeit. Bis zu 8 Stunden täglich haben die jungen Künstler geprobt, sich wie richtige Katzen zu bewegen. Zudem ist körperliche Fitness angesagt, denn die Tanzszenen sind lang und der felsige Untergrund birgt so manche Gefahr. Gut, wenn man da weniger tanzen muss, wie beispielsweise Hardy Rudolphs. Einfacher hat er es trotzdem nicht, denn Katzenoberhaupt Old Deuteronomy ist gleichzeitig auch der Regisseur des Stücks. Natürlich sehe ich, was gemacht wird oder auch nicht gemacht wird oder auch nicht richtig gemacht wird. Und das speichert sich ja in meinem Hirn ab. Und während ich spiele, ist schon der Notizblock im Hinterstübchen und schreibt mit, das ist fürchterlich. Nicht tänzerisch, dafür aber gesanglich muss Sophie Börner alles aus sich herausholen. Sie gilt als eine der großen deutschen Musicalstimmen. Auf der Luisenburg stellt sich das in der Rolle als Grisabella unter Beweis. Sie ist im Alleingang unterwegs. So fühlt sich es auch während wir das spielen an. Also ich bin immer alleine. Ich warte lange, bis ich drankomme. Und wenn ich drankomme, dann habe ich nur eine kurze Möglichkeit, alles zu zeigen und zu spielen, was diese Rolle beinhaltet. Das ist die große Herausforderung. Wer jetzt Lust verspürt, die Samtpfoten mit all ihren Eigenheiten kennenzulernen oder wer wissen möchte, was Grisabella am Ende passiert, der hat noch bis Anfang August die Gelegenheit dazu. Noch bis dahin verwandelt sich die Luisenburg zur magischen Welt der Katzen. Von hier kommt unsere Milch. Sternenfair, gentechnikfrei und bienenfreundlich. Kein Futter aus Übersee. Unsere Ziele sind eine nachhaltige, tiergerechte Erzeugung, gesündere Produkte und eine gerechte Entlohnung der Milchbauern. Fair im Erzeugerpreis. Sternenfair, die 5-Sterne-Milch für Bayern. Ciao, Bruderherz. Du kommst genau richtig, ich habe für dich gekocht. Dafür habe ich den ganzen Tag in der Küche gestanden. Maxi Ravioli mit Tomaten und Mozzarella. Richtig lecker. Du hast gekocht? Das war doch Mama. Schmeckt nur wie bei Mama. Extra groß und extra lecker. Maxi Ravioli von Pasta Romana. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live. Ganz Bayern in einer Stunde.
Busunglück auf der A9. TV Bayern live mit den Hintergründen und dem aktuellen Stand der Ermittlungen. Ehe für alle. Was heißt das genau? Wir haben lesbische Mütter mit ihren Kindern besucht. Außerdem barrierefreies Wohnen, stilvoll und mit Würde altern und das im eigenen Zuhause. Wir haben uns eine solche Wohnanlage angesehen. Schock sitzt immer noch tief nach dem schrecklichen Busunfall auf der A9 mit 18 Toten. Die Brandermittler arbeiten auf Hochtouren. Konkrete Ergebnisse gibt es bis jetzt noch nicht. Wie konnte der Hochdeckerbus, der eine Seniorenreisegruppe zum Gardasee bringen sollte, so schnell in Brand geraten, dass es so viele Menschen nicht mehr rechtzeitig rausgeschafft haben? Das ist die große Frage. Nach dem Horrorunfall mit 18 Toten auf der A9 bei Münchberg kämpfen mindestens zwei Menschen weiter im Krankenhaus um ihr Leben. Wie es den weiteren Schwerverletzten geht, die sich in stationärer Behandlung befunden hatten, will die Polizei derzeit nicht bekannt geben. Die meisten von ihnen dürften die Kliniken allerdings bereits wieder verlassen haben. Indes laufen die Ermittlungen zur Brand- und Unfallursache auf Hochtouren und werden nach Angaben der Polizei auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch die Identifizierung der Leichen ist noch nicht abgeschlossen. Wie konnte aus einem nach bisherigen Erkenntnissen wohl eigentlich recht unspektakulären Auffahrunfall ein Flammeninferno werden, bei dem 18 Menschen ihr Leben verloren haben? Das ist die Frage, die wohl auch heute noch die Gemüter am meisten bewegt. Fest steht, der Reisebus, der ausgebrannt ist, war gerade mal 3 Jahre alt und auch kürzlich erst vom TÜV überprüft worden. Und auch der Fahrer, der ja ebenfalls unter den Toten ist, war ein erfahrener Mann, sogar ausgezeichnet für langjährige Unfallfreiheit. Es gab Spekulationen, dass der Bus vielleicht schon gebrannt haben könnte, bevor der Unfall passiert ist. Diesen Spekulationen ist die Polizei allerdings entgegengetreten. Laut beiden Sachverständigen gibt es dafür bislang keinerlei Anhaltspunkte. Es spreche aber doch einiges dafür, dass der Brand erst entstanden ist, nachdem es die Kollision gegeben hat. Dennoch ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den ebenfalls verstorbenen Fahrer als Unfallverursacher. Das allerdings ist Standard bei Auffahrunfällen. Die Polizei prüft auch in Rücksprache mit den Rettungskräften strafbares Verhalten bei deren Anfahrt, sowohl in Bezug auf Gaffer als auch in Bezug auf die erneut unzureichende Rettungsgasse. Das erste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr war bereits 10 Minuten nach dem Alarm hier vor Ort. Ich will aber noch mal unterstreichen, das Erreichen des Unfallortes durch die Feuerwehr-LKWs hat sich durch das unvernünftige Verhalten vieler Autofahrer im Rückstau eindeutig wieder verzögert. Es ist völlig klar, bei jedem Stau ist sofort die Rettungsgasse zu bilden. Und sie ist eben so zu bilden, dass ein LKW durchkommen kann. Das ist ganz entscheidend. Das ist und bleibt ein großes Problem. Mittlerweile wird schon laut über hohe Strafen für Gaffer und Blockierer nachgedacht. Auch die Bergungskräne kommen in viel zu vielen Fällen nur im Schneckentempo voran. Letzte Woche hatten wir ja den Fall, trotz Polizei haben wir bis zum Unfallort 1/4 Stunde gebraucht. Gibt aber auch die Fälle, da sind die Einsatzfahrzeuge schon am Unfallort, Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen. Und wir kommen einfach zum Schluss. Und daran denken die Leute nicht, machen die Rettungsgasse wieder zu, stehen dann teilweise auch so blöd, dass sie sich selber nicht mehr bewegen können. Der Schock nach dem Horrorunfall sitzt tief. Über die Hälfte der eingesetzten Feuerwehrleute nutzt die Angebote des Teams für Stressbewältigung nach belastenden Einsätzen. Trends, Innovationen und die Herausforderungen des digitalen Zeitalters. Darum ging es bei den 25. lokalen Rundfunktagen in Nürnberg. Ein großes Jubiläum für die regionalen Fernseh- und Radiomacher. Auch für uns von TV Bayern Live. Neben zahlreichen Events und Workshops durfte natürlich auch gefeiert werden. Das große Fest im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Es bildet den Höhepunkt zu den Lokalrundfunktagen. Einen Abend lang wird gemeinsam gefeiert und auf die bayerische Landschaft des Lokalfernsehens geblickt. Es ist unglaublich großartig. Ich sehe Menschen, die ich jahrelang nicht gesehen habe. Und das macht dieses Fest hier auch aus. Man tauscht sich aus, man freut sich, sich zu sehen. Ich bin total glücklich und es ist so schön, hier zu sein.
Dem gelösten Abendprogramm geht ein Tag voller Input voraus. In zahlreichen Workshops informieren sich die Medienschaffenden über Möglichkeiten, die eigene Arbeit voranzubringen. Aber auch die klaren Stärken des Lokalfernsehens sind Thema. Je mehr die Menschen gefordert sind, international, global zu denken, auch die Probleme aus der ganzen Welt ins Wohnzimmer getragen werden, in Informationssendungen, umso wichtiger ist es, dass man auch das Sprachrohr, was passiert von mir vor der Haustüre, dass es Sprachrohr gibt, dass es gut aufbereitet ist, dass man die verschiedenen Themen, die eine Stadt berühren, auch den Menschen nahe bringt. Weil Menschen wollen auch in einer globalen Welt wissen, was zu Hause passiert. Wissen, was vor der eigenen Haustür passiert. Eine ganz klare Stärke der regionalen Berichterstattung. Und das geht natürlich nicht ohne Ausbildung und Innovationen. Ja, man hat Herausforderungen und die sind, glaube ich, jeden Tag spürbar, dass es fürs Musikhören nicht nur das Radio gibt, sondern viele, viele Plattformen, dass es für das Fernsehen nicht mehr alleinig ist, sondern über viele Videoplattformen natürlich auch Content angeboten wird, dass wir Anbieter haben, die riesige Marktmacht haben, von Amazon über Apple, über Google. Und es geht darum, dass man als Lokalsender authentisch ist, dass man das lokale Geschehen journalistisch gut aufbereitet, den Menschen nahebringt, dann hat man auch Zukunft. Die Herausforderungen bei Technik und Internet nimmt man gerne an. HD wird demnächst in jedem Lokalsender Standard sein. Und auch die Präsenz bei Amazon, Google und Co. darf nicht fehlen. Also wichtig für uns ist, dass die Sender in der Lage sind, auf diesen Plattformen Content unterzubringen. Der Content muss so gut gemacht werden, dass er auch den Weg zum Nutzer mitfindet. Wir unterstützen das auch am Beispiel dieser App-Entwicklung, dass wir als BLM das mit fördern. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung für die Sender. Man muss investieren, man hat nicht den Rücklauf sofort monetär, dass man damit Geld verdient. Man muss trotzdem auf den Plattformen präsent sein. Weil man auch sieht, wenn man die Altersstruktur anschaut, von Lokalfernsehen ist eher 50+. Und die junge Generation ist zwar dabei, aber sucht sich, wenn die Qualität und das Angebot nicht stimmt, halt andere Wege. Insgesamt zeigt sich die bayerische Medienlandschaft an den 25. Lokalrundfunktagen stark und optimistisch. Für weitere Schritte in Richtung Zukunft Lokalfernsehen. Es war eine historische Entscheidung des Deutschen Bundestags. Homosexuelle Paare dürfen künftig heiraten. Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben, bekommen jetzt auch alle Rechte und Pflichten. Allerdings ist das Gesetz noch nicht rechtskräftig. Wir haben mal die Regensburger Regenbogenmamas getroffen. Eine Gruppe lesbischer Frauen mit ihren Kindern. Für alle gleichgeschlechtlichen Paare hat sich das neue Kapitel Ehe geöffnet. Am Freitag vergangener Woche haben die Bundestagsabgeordneten für die sogenannte Ehe für alle gestimmt. Dann, als klar war die Abstimmung mit Ja, habe ich Gänsehaut gekriegt. Also war wirklich euphorisch. Mir konnte auch das Lachen an dem Tag keiner mehr nehmen. Durch die Ehe für alle werden Menschen, die in homosexuellen Beziehungen leben, rechtlich völlig gleichgestellt. Was bedeutet das? Bisher konnten schwule und lesbische Paare nur eine Lebenspartnerschaft eingehen. Jetzt dürfen sie heiraten. Miet-, Erb- und Steuerrecht sind schon länger angeglichen. Hinzu kommt nun, dass gleichgeschlechtliche Paare ganz normal Kinder adoptieren können. Das glich früher noch einer Tortur, erklärt Stefanie Baschici-Jäger. Nachdem ihre Partnerin den Nachwuchs ausgetragen hatte, musste die 36-jährige Baschici-Jäger die Kinder extra adoptieren. Was die genetische Sache angeht, das verstehe ich ja noch. Aber wenn sich ein Paar in einer Beziehung dafür entscheidet, und wir waren vorher 8 Jahre schon zusammen und dann haben wir uns dazu entschieden, ein Kind großzuziehen oder ein Kind in die Familie zu nehmen, dann finde ich es Irrsinn, ja. Mit breiter Mehrheit von SPD, Grüne und Linke hat der Bundestag für die Ehe für alle entschieden. Kritik kommt von der CSU. Die Partei lässt sogar prüfen, ob eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht möglich ist. Susanne Müllers großer Wunsch für die Zukunft: Lesbische und schwule Paare sollen nicht nur toleriert, sondern auch akzeptiert werden. Was ich bedauere, ist, dass ich von anderen Leuten, die mich überhaupt nicht kennen, als abartige Lebensform bezeichnet werde. Von Abgeordneten der CSU, die mich noch nie gesehen haben, die eben ein anderes Weltbild haben, das dürfen sie ja.
Aber mich einfach abzuwerten und gering zu schätzen dafür, dass ich eine Frau liebe, das ist einfach unfair. Die Regenbogenmamas, die wir getroffen haben, sind zuversichtlich. Eine mögliche Klage hätte keine Chance auf Erfolg, meinen sie. Susanne Müller wird ihre Partnerin, sobald das Gesetz rechtskräftig ist, heiraten. Das Kapitel Lebenspartnerschaft wird für sie also geschlossen. Vorerst womöglich. Durch den demografischen Wandel wird die Gesellschaft, also werden wir, immer älter. Doch nicht alle alten Menschen sind pflegebedürftig oder müssen in ein Heim. Vielen würde schon mehr Platz in der Wohnung reichen, weil sie beispielsweise einen Rollator brauchen oder im Rollstuhl sitzen. Um weiterhin zu Hause wohnen bleiben zu können, sind barrierefreie Wohnungen nötig. In Floß wurde jetzt die erste komplett barrierefreie Wohnanlage eingeweiht. Ein Neubau in Hartheim, einem Ortsteil von Floß. Hier sind 8 Wohnungen entstanden, aber nicht irgendwelche. Sie sind alle barrierefrei. Es ist die erste barrierefreie Wohnanlage der Baugenossenschaft Eigenheim in Floß und richtungsweisend für künftige Wohnungsbauprojekte. Sie wurde jetzt von den Pfarrern Thomas Richthammer und Wilfried Römischer eingeweiht. Wir haben Wohnungen, 3 verschiedene Größen. Das geht an mit 72 Quadratmeter und hört auf mit 101 Quadratmeter. Wir haben barrierefrei Duschen, begehbare Duschen. Wir haben größere Türen, dass die Barrierefreiheit genehmigt und auch vorzeigbar ist. Auch barrierefreie Stellplätze. Und die Anbindung natürlich dann an die Stadtstraße mit den Buslinien und an den Fußweg bzw. an den Radlweg nach Floß rein. Die Baugenossenschaft hat die Notwendigkeit barrierefreier Wohnungen erkannt und vor 2 Jahren mit dem Bau begonnen. 1,7 Millionen Euro flossen in das Gebäude und die Außenanlagen, wobei 86% öffentlich gefördert wurden. Die oberen Wohnungen sind über Laubengänge verbunden. Ein Aufzug außer Haus sorgt hier für die Barrierefreiheit. Mieter dafür waren schnell gefunden. Die Nachfrage war da und man sieht dieses Bedürfnis auch und gerade im ländlichen Raum eine solche Wohnstruktur zu entwickeln. Die Baugenossenschaft hat immer die Zeichen der Zeit erkannt und ist eben auch auf diese Weise in diesen barrierefreien Wohnbereich eingestiegen. In den barrierefreien Wohnungen haben die Mieter die Möglichkeit, so lange wie möglich zu Hause wohnen zu bleiben. Und das ist auch das Ziel. Was sagt Ihnen, liebe Zuschauer, folgende Abkürzung? BMI. Body Mass Index. Ja, das ist richtig, aber BMI steht auch für Bayerische Milchindustrie. Das vergangene Jahr war kein leichtes für die Milchbauern der Region und auch nicht für die weiterverarbeitende Industrie. Allerdings scheint sich die Situation entspannt zu haben. Oder trügt vielleicht nur der Schein? Wir haben nachgefragt. Zufriedene Gesichter an der Stirnseite des Raumes. National und international ist die Nachfrage für Milchprodukte hoch. Seit Juni letzten Jahres konnten wir eine deutliche Markterholung feststellen, ausgehend von der Fettkomponente, dann übertragen auch auf die Käseartikel und die Frischprodukte. 23 Cent pro Kilogramm, das war der Milchpreis im Mai 2016. Ein Jahr später sind es 35 Cent. Um einen Milchviehbetrieb wirtschaftlich führen zu können, braucht es mindestens 30 Cent pro Kilogramm Milch. Verbraucher legen Wert auf Regionalität und Bioqualität. In den letzten 2 Jahren waren die Milchpreise für Bio-Rohmilch deutlich höher als in den früheren Jahren im Vergleich zur konventionellen Milch im Besonderen. Das hat eine große Anzahl von Landwirten motiviert, auf Bioproduktion umzusteigen. Auch die Diskussion über die Anbindehaltung von Kühen zeigt langsam Wirkung. Es gibt aber auch viele Höfe, die mit der Milchproduktion vor ihrer Umstellung aufhören. Man kann davon sprechen, dass alle 10 Jahre sich in etwa die Anzahl der Milchproduzenten halbiert hat in der Vergangenheit. Wir nehmen an, dass das in den nächsten Jahren ähnlich sein wird. Wir stellen aber auch gleichzeitig fest, dass die Landwirte, die weiter Milch produzieren, deutlich aufstocken. Der Handel mit Milch aus der Region reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Das kann aber auch ein zusätzliches Risiko für den Milchmarkt sein. Für einen stabilen Milchpreis im kommenden Jahr stehen die Chancen allerdings recht gut. Zumindest für den Moment können sich die Landwirte also etwas entspannen. Jetzt machen wir eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder zurück mit noch mehr Themen aus dem Freistaat hier auf TV Bayern Live. Von hier kommt unsere Milch. Sternenfair, gentechnikfrei und bienenfreundlich. Kein Futter aus Übersee.
Unsere Ziele sind eine nachhaltige, tiergerechte Erzeugung, gesündere Produkte und eine gerechte Entlohnung der Milchbauern. Fair im Erzeugerpreis. Sternenfair. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Schau, Bruderherz. Du kommst genau richtig. Ich habe für dich gekocht. Dafür habe ich den ganzen Tag in der Küche gestanden. Maxi Ravioli mit Tomaten und Mozzarella. Richtig lecker. Du hast gekocht? Das war doch Mama. Schmeckt nur über Mama. Extra groß und extra lecker. Maxi Ravioli von Pasta Romana. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live. Immer samstags live informiert. TV Bayern Live. Keiner ist näher dran, denn TV Bayern Live, das sind 16 Lokalsender im Freistaat. Unsere Korrespondenten sind dort zu Hause, wo es passiert. TV Bayern Live. Ganz Bayern in einer Stunde. Immer samstags um 17.45 Uhr auf RTL. Und am Sonntag ab 17 Uhr bei Ihrem Regionalsender. Willkommen zurück zu TV Bayern Live. Das Amt des bzw. der Integrationsbeauftragten der Staatsregierung ist kein einfaches. Zu jedem Gesetzesvorhaben, das die Belange von Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern tangiert, wird diese Person gehört. Sie muss überparteilich und nach Sachlage handeln. Dazu benötigt man ein Standing bei den Fraktionen und in der Staatskanzlei. Uwe Brückner stellt uns jetzt die neue bayerische Integrationsbeauftragte vor in Bayern im Blick. Bayern im Blick heute mit Damenbesuch. Die neue bayerische Integrationsbeauftragte, Frau Kerstin Schreier, ist unser Gast. Willkommen. Grüß Gott. Sie sind schon sehr erfahrene bayerische CSU-Politikerin im Landtag seit 2008. Sie waren auch mal stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der Fraktion und sind Nachfolgerin von Martin Neumeyer, der sehr viele Jahre den bayerischen Integrationsbeauftragten gegeben hat. Jetzt sind Sie seit über 100 Tagen im Amt. Was für Ziele verfolgen Sie? Welche Schwerpunkte setzen Sie in diesem wichtigen Amt? Und sind Sie da schon ein bisschen vorangekommen? Also erstmal habe ich von Martin Neumeyer eine Aufgabe übernommen, wo er wahnsinnig viel gute Arbeit geleistet hat. Man muss immer sehen, als er angefangen hat, war das Thema Integration, Asyl eher ein belächeltes Thema. Und heute ist es das entscheidende Thema. Also wenn wir in den nächsten Jahren dieses Thema nicht gewuppt kriegen, dass Menschen, die zu uns kommen, sich hier sehr wohlfühlen, dann werden wir ganz andere Fragen noch haben. Also es ist das entscheidende Megathema. Und insofern war für mich erstmal wichtig, als ich die Aufgabe übernommen habe, zu schauen, welche Menschen erreichen wir denn in Bayern sehr gut im Bereich Integration und wo müssen wir noch ein Stück besser werden. Und wenn man dann auf so einem Bundeskongress der Integrationsbeauftragten ist und feststellt, wie viel wir in Bayern weit voraus sind, dann ist das schön. Und das andere ist, wo können wir noch besser werden? Und da war für mich relativ schnell klar, im Bereich Herren, die erreichen wir relativ gut. Die lernen Deutsch, die integrieren sich zumindest über den Arbeitsplatz. Die Kinder erreichen wir im Bereich Kindergarten und Grundschule und Weiterführende sehr gut. Da haben wir ein gutes Bildungssystem. Wer uns aber ein Stück weit mehr Beachtung braucht, sind die Frauen. Denn die zu uns kommen, die oft dann, Gott sei Dank, viele Kinder bekommen und mit Mitte, Ende 40 dann ihre Kinder grobst weit raus sind. Und dann müssen wir schauen, dass diese Frauen Bildung, Deutsch gut lernen, damit sie uns nicht später in der Altersarmut landen. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr große Herausforderung. Sie sind ja auch beruflich im sozialen Zuhause, Sozialpädagogin, Familientherapeutin, Mitglied der Frauenunion an vorderster Stelle hier im Bezirk. Wie schwer ist denn das, an die Frauen ranzukommen? Ich glaube, dass es sehr davon abhängt, aus welchem Kulturkreis Frauen kommen. Also wie sehr sie gewohnt sind, dass sie ihr Leben gestalten können, dass sie Rechte haben oder wie sehr sie einfach noch in einem traditionellen Rollenbild drin sind. Und mir geht es an der Stelle nicht darum, das Rollenbild zu verändern, denn das müssen die Kulturen miteinander entscheiden. Für mich ist wichtig, dass diese Frauen später nicht in Altersarmut landen und ich das heute schon sehen kann. Und Politik darf manchmal auch vorausschauend arbeiten und muss nicht immer warten, bis ein Problem erst aufkreuzt.
Jetzt wurden ja von Ihnen die Preise vergeben, der Bayerische Integrationspreis, der Bayerische Asylpreis. Und es hat Initiativen getroffen, die in der Frauenarbeit insbesondere sich hervortun. Wir haben dieses Jahr einen Integrationspreis und einen Asylpreis vergeben. Und ich mag Ihnen sagen, die Jury hat Gott sei Dank viele Bewerbungen bekommen und also man könnte fast jeden auszeichnen. Da sind so viele tolle Menschen, die wirklich unterwegs sind, ehrenamtlich zu versuchen, das Thema Integration weiterzutreiben. Und wir haben dieses Mal das Themenkomplex für den Integrationspreis Frauenempowerment genommen und für den Bereich Asyl war uns wichtig Fluchtursachenbekämpfung. Und bei diesen beiden Bereichen konnten sich die Initiativen bewerben und dann hat eine unabhängige Jury ausgewählt. Und das Thema Frauenempowerment bietet sich insofern an, wenn ich das Thema Frauen stärker in den Fokus rücken möchte. Und es passt insofern auch sehr gut, weil die beiden Damen in dem Fall, Barbara Stamm als Landtagspräsidentin und Emilia Müller als Integrationsministerin, sofort Feuer und Flamme waren, als ich gesagt habe, lasst uns dieses Thema nehmen. Und dass wir in dem Fall drei Frauen sind, war jetzt auch nicht hinderlich. Wir haben im Vorgespräch auf einen Punkt sind wir da hingekommen. Integrationsleistung wird ja immer gerne von den Neuankömmlingen abverlangt. Sie sollen sich integrieren, Leitkultur etc. Aber den enormen Wirkungsgrad der bayerischen ehrenamtlichen Initiativen, ohne die geht gar nichts. Also wenn wir gerade September 2015 nicht so viele Haupt- und Ehrenamtliche gehabt hätten, die weit über ihre Kräfte hinausgegangen sind, hätten wir das nie so geschafft. Man muss immer sehen, wie viele Menschen dann zu uns kamen und wo es darum ging, sie so human wie möglich wirklich unterzubringen, erst zu versorgen. Und da haben die ehrenamtlich einen ganz großen Beitrag geleistet. Und deswegen sollte auch der Abend Integrationspreis, Asylpreis wieder ein Zeichen des Dankeschöns sein, der Wertschätzung. Und wenn dann 400 Leute da sind und miteinander feiern und einfach in einem schönen Ambiente, in dem Fall im Bayerischen Landtag, miteinander sich auch austauschen können, das ist wichtig. Es ist immer wichtig. Wir können das gar nicht finanziell abbilden, was diese Ehrenamtlichen für uns leisten. Und so ein Abend soll auch ein Beitrag sein, Danke zu sagen. Jetzt wird ja von allen Politikern, die sich mit Integration befassen wollen oder dürfen, ein linguistisches Wunder erwartet. Nämlich jeder versucht auf seine Weise, diese Leitkultur oder das, was Bayern ausmacht, wo man sich dann ein- oder unterzuordnen habe, zu definieren. Wie ist denn Ihre Heimatdefinition? Meine Heimatdefinition? Oder sagen Sie auch Leitkultur, wenn es das gäbe? Ich würde gerne ein Stück anders anfangen. Ich glaube, dass wir, die hier geboren sind, in der Bringschuld sind, Menschen, die zu uns kommen, zu erklären, wohin sollst du dich denn integrieren? Und deswegen war es so wichtig, auch zu sagen, wir gehen in eine Diskussion Integrationsgesetz. Wir versuchen zu definieren, was macht uns denn hier aus? Was ist unsere Heimat? In welchem Wertekodex leben wir hier? Damit die Menschen, die zu uns kommen, auch ein Stück weit eine Anleitung kriegen. Für mich ist aber auch wichtig, dass jeder, der hierher kommt und auch hier bleiben wird, seine Wurzeln nicht verleugnet. Jeder kommt mit seinen Wurzeln und trotzdem müssen wir erklären, was ist der Rahmen, in dem wir uns hier miteinander verständigen, leben zu wollen. Und da ist das Grundgesetz der eine Rahmen, das Integrationsgesetz ist der Rahmen und natürlich müssen wir auch erklären, welche Rolle spielt hier Polizei, welche Rolle spielt Justiz. Wir haben uns ja auch darauf verständigt, dass wir gleichberechtigt miteinander leben wollen. Das sind Dinge, die wir aber erklären müssen. Oder die Religionsfreiheit. Also viele waren im Krieg wegen ihrer Religion. Und hier sollen sie Tür an Tür leben mit der Nation, wegen derer sie geflohen sind. Da sind wir in der Bringschuld zu erklären. Auch die Frage Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wir haben uns darauf verständigt. Und deswegen möchte ich gern, dass meine Tochter nicht wieder die gleichen Kämpfe hat, die meine Mutter durchkämpfen musste, sondern sie soll die gleichen Rechte haben, die ich auch als Frau habe. In Zeiten der Fugger und der Nürnberger Residenzen war ja Bayern eigentlich eine Zentralregion Europas sozusagen. Also das galt nur phasenweise vielleicht. Also ist so eine Leitkultur, so ein Begriff, verwenden Sie gar nicht in Ihrem Sprachschatz? Für mich ist wichtig, dass wir definieren, was ist die Kultur, die Leitkultur, in der wir leben. Zu erklären. Und das Wort Leitkultur hat wahrscheinlich geschafft, dass ganz viele Menschen diese Frage diskutiert haben, die sie nie diskutiert hätten, wenn das Wort nicht für viele ein Reizwort wäre.
Frau Schreier, Sie sind zurückgetreten von einem sehr mächtigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der immerhin Mehrheitsfraktion CSU, um sich voll und ganz dem Amt des Integrationsbeauftragten, der Beauftragten zu widmen. Das ist relativ ungewöhnlich. Wissen Sie, ich finde, jeder von uns muss entscheiden, welche Aufgabe er mit vollem Herzblut macht. Und ich halte nichts davon, dass man mehrere Ämter in einer Person vereint. Und die Integrationsbeauftragte ist aus meiner Sicht eine sehr entscheidende Aufgabe wirklich für die Zukunft. Und dann macht es keinen Sinn, parallel den stellvertretenden Fraktionsvorsitz auch weiterzuführen. Und ich habe eine ganz tolle Nachfolgerin. Und Ingrid Heckner macht es sicher sehr gut. Und für mich war die Entscheidung halt am Anfang, als ich gefragt worden bin, ob ich Integrationsbeauftragte machen möchte, die Frage entweder oder, entweder stellvertretender Fraktionsvorsitz oder Integrationsbeauftragte. Das war erst ein schwerer Entscheidungsprozess, weil beides schöne Aufgaben sind und ich bin jetzt sehr zufrieden mit dem, wie ich entschieden habe. Damit danke ich mich fürs Kommen. Kerstin Schreier, bayerische neue Integrationsbeauftragte hier bei uns bei Bayern im Blick. Vielen Dank. Dankeschön. Mal ein ganz anderes Thema. Ein Plattner ist ein Schmied, der sich auf den Rüstungsbau spezialisiert hat. Seit dem frühen 14. Jahrhundert fertigten Plattner kunstvolle Helme, Harnische oder Rüstungshandschuhe aus Metall. Allmählich starb aber die Berufsgruppe der Plattner aus und ihr Handwerk geriet in Vergessenheit. Nicht aber in Landshut. Kurz vor der Landshuter Hochzeit ist in der Hobby-Plattner-Werkstatt von Georg Spitzelberger Hochbetrieb. Zwischen Rüstungsteilen und historisch anmutenden Waffen fühlt man sich in der Plattnerwerkstatt von Georg Spitzelberger direkt ins Mittelalter zurückversetzt. Der Plattner ist im Mittelalter derjenige Mann gewesen, der Rüstungen herstellte. Und das hat mich immer schon interessiert. Ich wollte meine eigene Rüstung haben. Und seine Kunstwerke können sich auf jeden Fall sehen lassen. Meine eigene Brust, mein Helm darf ich selber tragen zur Aufführung der Landshuter Hochzeit. Natürlich tritt der Handwerker auch bei der Landshuter Hochzeit als Plattner auf. Vor 4 Jahren kämpfte er noch als Turnierritter. Heute repariert er vor Publikum Rüstungsschäden und führt seine eigenen Rüstungsteile vor. Die Zeit fasziniert mich, die Spätgotik. Ich habe schon ein paar Rüstungsteile gemacht. Ein Kupferbecher habe ich gemacht, auf eine ganz spezielle Technik. Messer, so Taschenmesser kleine. Aber ein Plattner war auch für die damaligen Kriegswaffen zuständig. Das sind beide Teile des Luzerner Hammers. Der Luzerner Hammer, das ist ein Kriegsgerät aus der Spätgotik, ungefähr so hoch. Im Schmiedeofen wird der Kopf der Waffe noch ein letztes Mal zum Glühen gebracht. Eines von Spitzelbergers Meisterwerken ist dieser Rüstungshelm. Das ist ein zäher Stahl, der ist schwer zu bearbeiten. Man muss sich vorstellen, da kämpft der Ritter damit. Aber so ein Helm muss nicht nur extrem stabil sein, sondern auch bequem. Das ist Leinen, das ist sogar altes Leinen. Gefüllt mit Schafswolle. Und das wird da so in 4 Teilen reingemacht und dann ist er einigermaßen tragbar. Jetzt muss nur noch der letzte Arbeitsschritt getan werden. Die größte Arbeit ist erledigt. Und das ist jetzt sehr spannend, um zu schauen, wie das ausschaut, wenn wirklich der letzte Glanz kommt. So einen richtigen Spiegelglanz, den braucht man gar nicht, der ist ja gar nicht so historisch. Und wer seine Rüstung liebt, der pflegt sie am liebsten mit der Hand und nicht mit Maschinen. Da hätte die Angst, dass mir irgendwo wieder was versehentlich zerkratzt. Wie Plattner früher gearbeitet haben, ist zum Großteil mit Bildern überliefert. Wenn man die 3 Plattner anschaut, die nehmen die Sachen in die Hand, in die bloße Hand. Das bedeutet, das Material ist kalt. Also das Material wird kalt bearbeitet. Der Herr zum Beispiel macht Kanneluren, also diese gradartigen Verzierungen an der Rüstung. Das könnte ja irgendein Reifen eines Anzeugs sein, wird von innen bearbeitet. Zurück in die Landshuter Plattnerwerkstatt. Der Handwerker verleiht seiner neuesten Rüstung noch etwas Glanz. Aber Herr Spitzelberger, ist das Schmuckstück nicht etwas zu klein für Sie? Schau mal her, ich hab da Rüstung. Möchtest du das so ziehen? Ja, probier mal so. Schau, jetzt habe ich es geölt. Jetzt stellst du mir auf den Stuhl auf. Ja? Schau mal, ob dir die passt. Ritter Corbinian passt die neue Rüstung auf jeden Fall wie angegossen. Schade nur, dass der Kleine für einen ausgewachsenen Ritter noch etwas zu jung ist. Ein
einmal im Leben ein richtiges Rennauto auf einer Rennstrecke fahren. Welcher kleine und auch große Junge hat nicht schon mal davon geträumt? So auch die Mitglieder des Motorsportvereins der Landshuter Hochschule. Die haben in den vergangenen Monaten ein elektronisches Rennfahrzeug gebaut und es liebevoll Daisy getauft. Im Sommer geht es dann mit Daisy ab auf die Rennpiste. Eine unerträgliche Spannung liegt über dem Campus der Hochschule Landshut. Aber noch schützt ein rotes Tuch die Attraktion des Abends vor neugierigen Blicken. Daisy, so heißt der neue Elektrorennwagen des Vereins LA E-Racing. Nach monatelanger Planung, Montage und vielen schlaflosen Nächten in der Werkstatt hat das Fahrzeug nun seinen ersten offiziellen Auftritt. Es sind viele Spezialteile verbaut, die man auch so nicht standard von der Stange kaufen kann. Also die speziell wir entwickelt haben und konstruiert haben. Auf stolze 250.000 Euro schätzt der Verein den Wert von Daisy. Immerhin soll sie sich auch von der Konkurrenz abheben. Und die Ideen für die Konstruktion kommen alle von den Studenten selbst. Ganz besonders ist unsere Akkukühlung. Wir kühlen die Akkus mit Wasser, was viele Teams nicht machen, mit dem Hintergrund, dass wir eben auch in südländischen Ländern unterwegs sind. Denn im Sommer tourt der Motorsportverein mit Daisy quer durch Europa. In den verschiedenen Rennen wird sich schließlich herausstellen, wie wettbewerbsfähig das Fahrzeug tatsächlich ist. Für die Hochschule ist das einfach fantastisch. Wir haben ganz viele Studiengänge, die in Richtung Automobilwirtschaft gehen. All das wird hier vereint in diesem Auto. Und es passt in die Forschungsschwerpunkte, die wir haben. Ja, Leichtbau wird gebraucht. Ja, ich muss leichte Materialien machen, um Elektroantrieb eben zu ermöglichen. Das Thema Energie wird gebraucht, Energiespeicher, Lithium-Ionen-Speicher. Aber in seiner ganzen Pracht durfte selbst der Hochschulpräsident Daisy noch nicht sehen. Die Gelegenheit, den Tüftlern über die Schulter zu schauen, ließ er sich dennoch nicht nehmen. Ja, ich komme regelmäßig hier vorbei in der Werkstatt, um einfach festzustellen, wie weit das Team ist. Wir haben als Hochschule in Anfang letzten Jahres auch eine Werkstatt hier zur Verfügung gestellt, was ganz wichtig war. In der Werkstatt waren seit September rund 70 Studenten aller Fachrichtungen am Planen, Tüfteln und Basteln. Dann geht's los quasi vom leeren Blatt mit dem Bleistift in die Konstruktionsphase. Werden die ersten Entwürfe, Skizzen gemacht, die ersten Überschlagsberechnungen. Und man vertieft das Ganze dann so weit, bis es virtuell im CAD-System drinnen steht. Und erst dann legt man quasi mit der wirklichen Fertigung vom Fahrzeug los. Eine beachtliche Leistung. Schließlich studieren alle Vereinsmitglieder in Vollzeit. Daisy ist für sie somit eigentlich ein Freizeitprojekt. Umso erleichterter sind die Studenten, ihr Meisterwerk nun enthüllen zu dürfen. Gespannt lauscht der Saal dem Countdown. Und endlich wird der rote Schleier abgenommen. Jetzt muss Daisy nur noch den kritischen Blicken des Hochschulpräsidenten standhalten. Der scheint mit der Arbeit seiner Studenten aber ganz zufrieden zu sein. Sie müssen ein Auto konzipieren, sie müssen auch gucken, dass sie nicht zu hochfliegende Gedanken haben, sondern etwas schaffen, was sie auch wirklich umsetzen können. Jetzt muss sich Daisy nur noch auf der Rennstrecke bewähren. Aber bei so viel Lob kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Es gibt ganz schreckliche und es gibt auch ganz großartige Graffiti-Kunstwerke. Einer, der es wirklich drauf hat und damit auf der ganzen Welt sein Geld verdient, ist René Turek. Ein Auftrag führte den Künstler jetzt nach Schweig bei Rosenheim in Oberbayern. Eine Mauer sollte im Pop-Art-Stil besprüht werden. Schauen wir mal. Ein weltbekannter Graffiti-Künstler in Rosenheim in Oberbayern? Das ist nun wirklich nicht alltäglich. Ein Auftrag des TM Börsenverlags führte René Turek zur Innenstadt. In dem Erweiterungsbau des Verlags hängen schon viele Pop-Art-Kunstwerke an den Wänden. Ein ganz besonderes sollte an einer Mauer außerhalb des Gebäudes entstehen. Ein Graffiti-Kunstwerk der New Yorker Börse. Seine Kunst führt René Turek um die ganze Welt. Sprayen auf dem bayerischen Land ist da eher ungewöhnlich. Du hast in einer großen Stadt, ob es jetzt Düsseldorf ist oder von mir aus auch New York oder was auch immer, ist immer Stress. Immer. Du weißt, du kannst zwar schlafen und ruhst dich auch aus, aber die Ruhe, wie du sie hier kriegst, hast du halt gar nicht. Also ich bin gestern, Benin ist noch aufs Zimmer gegangen und dann habe ich gestern noch bestimmt 1,5 Stunden mir die Beine vertreten, mich an den See gesetzt. Wann machst du das? Also ich finde, so ein bisschen geht die Lebensqualität, wenn du durch Großstädte gurkst, total flöten. Und ich finde hier auf dem, ich sag jetzt mal auf dem Land, hast es halt, ne? Auch viel mehr Ruhe. Also in der Innenstadt, wenn ich jetzt da was machen würde, hättest du hier einen Pulk von Menschen stehen, die zugucken, Fotos machen, Fragen stellen. Und hier fragt kein Mensch.
finde ich, so kann man arbeiten. Also wirklich arbeiten, ne? So bist du auf jeden Fall produktiver. Tureks Karrierestart war nicht einfach. Doch dann entdeckte er eine richtige Marktlücke. Eine spezielle Lackierung verändert die Farbe und das Muster durch den Kontakt mit Wasser. Nun lackiert er Luxusautos. Den Truck des amerikanischen Films Transformers. Oder wie hier ein Batman-Auto. Wieder eine Wand zu besprühen, führt ihn zurück zu seinen Anfängen als illegaler Sprayer in Niedersachsen. Seine wahre Leidenschaft sind allerdings die Autos. Also Spaß, ganz klar das Auto, weil du dem Auto oder weil ich versuche, dem Auto ein neues Gesicht zu geben. Wand ist aber eine andere Herausforderung, alleine die Größenverhältnisse. Also wenn ich jetzt so ein Bild mache und ich mache es einfach auch, ich habe nur ein kleines Foto auf dem Handy, allerdings wird ja beim Pop-Art-Ding auch nicht so genau gemalt. Also ich gehe da jetzt nicht komplett ins Detail. Ne? Von daher, also es ist super schwer zu vergleichen. Die Arbeit hier beim Börsenverlag in Rosenheim ist trotzdem eine willkommene Abwechslung. Doch auch so eine Mauer bedeutet eine Menge Arbeit. Dennoch muss Zeit für den Genuss der bayerischen Urlaubsregion bleiben. In der Regel würde ich sagen, für eine Wand wie die hier, würde ich sagen, drei gute Tage. Gestern haben wir abgebrochen, weil wir sonst kein Essen mehr im Hotel gekriegt hätten, weil es zu spät gewesen wäre. Aber wir haben heute den ganzen Tag Zeit und es wird mega entspannt. Und ich hoffe, dass wir noch die Zeit haben, auf den Berg zu fahren. René Turek engagiert sich neben seiner Kunst auch für verschiedene soziale Projekte. Wie hier in einem SOS-Kinderdorf in Ruanda in Ostafrika. Die fertige Mauer im Börsenverlag in Rosenheim fügt sich perfekt ein in das Bild der entstehenden Galerie. Wallende Mähne und einen eleganten Gang. Das hatten sie alle, die Teilnehmer der deutschen Meisterschaft in Wurz. Allerdings nicht in der Sportart, die Sie jetzt vielleicht vermuten. Es geht nicht um menschliche Models. Was für eine Eröffnung der deutschen Islandpferdemeisterschaft in Wurz. Staatsminister Helmut Brunner war eigens angereist, um bei den Feierlichkeiten mit dabei zu sein. Über 200 Islandpferde wollten bei der deutschen Meisterschaft in Zuchtwettbewerben oder den verschiedenen Gangartwettbewerben ihr Können unter Beweis stellen. Und sie hat es geschafft. Lisa Drath hat sich vor rund 1700 Zuschauern den Titel im Fünfgang der Königsklasse der deutschen Islandpferdemeisterschaft geschnappt. Die Neumarkterin und ihr Pferd Bassi waren von Anfang an einer der Favoriten. Denn für Lisa Drath ist es die dritte Meisterschaft in Folge. Glückwunsch Dankeschön. Zur deutschen Meisterschaft. Dankeschön. Wie fühlt ihr denn es an, Anno in der Oberpfalz selber zu gewinnen? Super. Ich komme hier ganz aus der Gegend. Ich bin ja ursprünglich aus Bayern und das ist natürlich immer was ganz Besonderes zu Hause. Der Lippert-Hof in Wurz richtete nach 20 Jahren zum zweiten Mal die deutsche Islandpferdemeisterschaft aus. Irene und Uli Reber sind beide selbst begeisterte Reiter. Irene Reber ist in der Tölt-Prüfung und im Viergang angetreten. Und auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat, war die Betreiberin des Hofes nicht nur mit der eigenen Leistung, sondern mit dem gesamten Turnier äußerst zufrieden. Wenn es dann losgeht, macht es wahnsinnig viel Spaß und wir haben auch ganz viel positives Feedback bekommen. Und ein bisschen schade war das Wetter, aber es ist schon auch ganz toll, natürlich vor dem heimischen Publikum zu reiten. Was alle Anwesenden bei der deutschen Meisterschaft verbunden hat, egal ob Zuschauer oder Reiter, ist die Begeisterung für die Islandpferde. Sie sind die am stärksten in ganz Deutschland vertretene Kleinpferderasse und vor allem durch ihre wallende Mähne adrett anzusehen. Doch die Tiere haben noch eine weitere Besonderheit. Sein stabiler Charakter. Ein Isländer erschüttert nicht gleich was. Und das macht das Pferd einfach so schön, auch für den Freizeitreiter. Die markantesten Merkmale der Tiere sind allerdings die einzigartigen genetisch bedingten Gangarten. Neben Pass wirkt vor allem Tölt energiegeladen und schwungvoll. Draußen in der Natur sein, Jagdhornblasen, einen eigenen Baum pflanzen. Für Jäger zählt das ja eigentlich fast schon zum Alltag. In Donaustauf im Landkreis Regensburg sind Grundschüler einen ganzen Vormittag lang mal in die spannende Rolle eines Jägers geschlüpft. Wir haben ausgestopfte Tiere gesehen, Frettchen und das, wo man zum Jagen braucht.
Ich war gerade oben und da haben wir Frettchen gesehen. Frettchens. Und die waren richtig süß. Ich habe so Rehgeweihe gesehen und auch Frettchen und ganz viele Hunde. Zu entdecken gibt es im Wald ja vieles. Meist hat man aber nicht die Chance, die kleinen Schätze der Natur aus nur wenigen Zentimetern Entfernung zu erkunden. Für 33 Grundschüler aus Donaustauf hat sich diese Gelegenheit aber geboten. Im Rahmen eines Reviertages. Wir haben halt die Kinder so in relativ einfacher Form mal einen kurzen Abriss geben, gerade was das Wild bei uns betrifft, wie zum Beispiel Wildsauproblematik oder Rehjagerei, Fuchsjagd. Und diese Themen haben wir alle angeschnitten. Und es war Wahnsinn, weil die Kinder selber so aktiv waren und unheimlich viele Fragen gestellt haben, sodass wir selber eigentlich bloß noch ein bisschen dazu da haben müssen und Fragen beantworten haben können. Und dann war das eigentlich schon durch. Das große Interesse der Kinder hat uns unheimlich begeistert. Das war gut. Für uns Jäger ist es halt wichtig, dass wir mal eine Plattform haben, wo wir uns auch präsentieren können, die Aufgaben eines Jägers und vielleicht auch Verständnis, warum wir Jäger sind, weil wir sind da nicht immer im besten Licht. Und ich glaube, den Kindern hat es sehr gut gefallen und die haben jetzt auch keine Scheu, mal mit einem Jäger in den Wald zu gehen und die waren total begeistert. Bei den insgesamt drei Stationen Wald und Forst, Jagdpraxis und Wildtiere gab es für die Kinder aber nicht nur jede Menge theoretisches Wissen, sie durften auch selber mit anpacken. Ständig mit an der Seite der Grundschüler waren die Jagdhunde der Donaustaufer Jäger. Sonst hätten die kleinen Vierbeiner ja vielleicht irgendetwas verpassen können. Eines der Highlights waren dann aber doch sie. Die kleinen Frettchen. Das schreit doch ganz klar nach einer Wiederholung. Tschüss! Und wollt ihr alle mal Jäger werden? TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live, ganz Bayern in einer Stunde. Tja, und jetzt ist sie fast schon wieder rum, die Stunde von TV Bayern Live. Ich sag Servus, gemeinsam mit den Wetteraussichten. Und wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder am Samstag, 17.45 Uhr. Da haben wir ein Rendezvous, ein Date. Ich zähle auf Sie, freue mich sehr und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Servus. Regional, fair und nachhaltig. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Unser Wetter wird präsentiert von Sternenfair. Herzlich willkommen zum Bayernwetter. Genießen Sie heute noch mal den lauen Sommerabend, denn bald ist damit Schluss. Heute Nacht, da sinken die Temperaturen nur auf 19 bis 16 Grad. Es wird also fast eine tropische Nacht. Meistens ist der Himmel dabei klar oder es ist nur locker bewölkt. Direkt an den Alpen können noch ein paar einzelne Gewitterzellen aktiv sein. Tagsüber wird es dann aber deutlich ungemütlicher. In Franken ist es zum Start in den Sonntag noch trocken. Es gibt noch Sonnenschein. Aber später am Nachmittag und gegen Abend, da müssen wir hier und dort mit Schauern und Gewittern rechnen und die können lokal recht heftig ausfallen. Es wird aber noch mal sehr warm, teilweise auch drückend schwül. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 Grad in Hof und 32 Grad in Würzburg. Der Wind ist an sich nur schwach unterwegs. Er kommt aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. Mit den Gewittern später frischt er aber doch ordentlich auf. In Osten Bayerns, da gibt es zunächst auch noch Sonnenschein und Sommerhitze bei über 30 Grad. Später brauen sich aber auch hier Schauer und Gewitter zusammen. Die ersten gibt es wohl über dem Bayerischen Wald und dem Oberpfälzerwald. Der Wind weht an sich nur schwach. Er kommt anfangs aus unterschiedlichen Richtungen. Aber in Gewitternähe, da ist er doch ganz schön lebhaft unterwegs.
Auch in Schwaben und in Oberbayern wird es im Laufe des Sonntags zunehmend schwül und gewitterig. Vormittags sind da schon in Schwaben erste Schauer und Gewitter aktiv und die breiten sich dann später weiter nach Nordosten aus. Lokal kann es sehr viel Regen in kurzer Zeit, Hagel und auch Sturm geben. Zuvor steigen die Temperaturen nochmal auf 27 bis 32 Grad. An sich weht der Wind ja nur schwach, aber in Gewitternähe und auch generell natürlich unter den Gewitterzellen, da kann er auch mal stürmisch auffrischen. Am Montag gibt es noch mal bis zu 30 Grad im Osten und dazu weitere teils kräftige Schauer und Gewitter. Dienstag, Mittwoch bleibt es wechselhaft. Die Unwettergefahr ist dann nicht mehr ganz so groß. Die Temperaturen, die gehen dann allerdings auch zurück. Es gibt maximal 26 Grad. Regional, fair und nachhaltig. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Unser Wetter wurde präsentiert von Sternenfair.